Beim Schmökern in der Bibliothek findet der Kunde normalerweise Bücher, zum Beispiel über Smoothies mixen. In St. Gallen gibt es neuerdings gerade den Mixer dazu. Morgen eröffnet die Stadtbibliothek Katharinen offiziell das Angebot «Die Bibliothek der Dinge». Die Bibliotheksmitarbeiterin Anina Spirig hat schon erfahren, was die Lieblingsdinge sind von den Leuten. Die Popcornmaschine war schon 2-3 Mal draussen. Zuckerwattenmaker ist auch sehr beliebt. Ist noch überraschend eigentlich für mich so, was denn wirklich beliebt ist. Der einzige Unterschied von einem Gegenstand aus Lehne zu einem Buch ist, dass die Person volljährig sein muss. 4 Wochen lang kann man dann die Popcorn- oder die Zuckerwattenmaschine zu Hause ausprobieren. Und Anina Spirig hat schon das neue Angebot genutzt. Ich habe mir selber schon den Pizzadom ausgelegt. Das ist so ein Pizzaofen. Einfach mal zum Probieren, wie das Handling, wie gut es auch nachher zum Reinigen. Der ist jetzt auch gerade wieder draußen, wo eine Familie gesagt hat, auch da möchte ich mal ausprobieren. Doch, das Angebot hat seine Grenzen. Dass wir ergänzend zu einem Buch, was schon bei uns das Thema ist, noch den Gegenstand auslehnen. Also, da war die Begrenzung auch vom Angebot, dass wir nicht jetzt einen Laubbläser auslehnen würden, obwohl der gewünscht wäre. Das hat nichts mit unserer Bibliothek zu tun. Am Eröffnungstag von morgen können die Besucherinnen und Besucher sich aber gleich noch ihren Wunsch aufschreiben. Nachher entscheiden die Mitarbeiter, ob es dann in die Regal kommt.